Verzeihung. Die Ausstellungshalle ist oben. Wir sind keine Touristen, Dr. Jones. Ich bin Kai Ti Chang, Marschall der Republik China. Das ist meine Assistentin Mei Ying. Also, was kann ich für Sie tun? Was wissen Sie über Qin Shi Huangdi? Über den ersten Kaiser von China? Er hat die große Mauer gebaut und eine Dynastie begründet, die mehrere Jahrhunderte an der Macht blieb. Er regierte von 255 vor Christus bis... Das steht in jedem Schulbuch, Dr. Jones. Mich interessiert etwas anderes. Die Legenden über das Grabmal des Kaisers. Wie Sie sicher wissen, wurde Kaiser Qin unter dem Berg Li nahe der Stadt Xi'an bestattet. Ja, das ist so ziemlich alles, was man mit Sicherheit weiß. Der Legende nach wurde Qin in einer unterirdischen Stadt mit immensen Reichtümern begraben. Angeblich haben Tausende von Arbeitern jahrelang an seinem Grabmal gearbeitet. Als die Grabanlage schließlich fertig war, wurden alle Arbeiter darin eingeschlossen. So steht es in den Büchern, aber die Chinesen sind abergläubisch. Wer weiß, ob an der Story was dran ist. Ja, das chinesische Volk ist der festen Überzeugung, dass die Freilegung des Grabes einer Entweihung gleichkäme. Also hat die Regierung bis jetzt niemandem gestattet, das Grab zu betreten. Bis jetzt. Warum kommen Sie damit ausgerechnet zu mir? Chinesische Geschichte ist nicht mein Fachgebiet. Mich führt primär Ihr nicht-akademischer Ruf hierher. Haben Sie schon einmal von dem Herzen des Drachen gehört? Das ist nur eine Legende. Ein mythologisches Artefakt wie Excalibur oder der Heilige Gral. Ah, aber im Gegensatz zu diesen westlichen Hirngespinsten gibt es das Herz des Drachen wirklich. Es ist eine makellose schwarze Perle, die mit dem Kaiser begraben wurde. Angeblich kann es den Willen der Menschen kontrollieren. Hören Sie, Sie sind sicher weit gereist, um mit mir zu sprechen. Aber ich bin Archäologe und kein Mystiker. Dann habe ich ja Glück. Zufällig suche ich nämlich einen Archäologen. Vergessen Sie die Legenden. Das Herz ist ein wertvolles Kleinod des chinesischen Volkes, das nicht in die falschen Hände geraten darf. Deshalb will China, dass Sie es finden. Okay, angenommen, ich wäre interessiert. Die Suche nach dem Eingang in Qins Gruft würde Monate dauern. Ich weiß ja nicht einmal, wo ich anfangen soll. Im Gegenteil, Dr. Jones, Sie haben längst angefangen. Hey! Was zum Teufel ist das? Das ist ein Drittel des Spiegels der Träume. Der Spiegel führt Sie im Grabmal zum Eingang der Gruft. Ihnen ist die Tragweite Ihres Handelns offenbar nicht klar, Dr. Jones. Während wir uns unterhalten, suchen andere nach den beiden restlichen Teilen. Wenn Sie den Spiegel zusammensetzen, kann Sie niemand daran hindern, in die Gruft einzudringen, das Herz zu stehlen und die Welt zu versklaven. Entschuldigen Sie, Professor, meine Assistentin hat eine lebhafte Fantasie und ein hitziges Temperament. Erinnert mich an mein letztes Date. Jedenfalls hat mir die britische Regierung gestattet, das Artefakt im Namen Chinas an mich zu nehmen. Wir möchten, dass Sie die fehlenden Teile des Spiegels finden. Dann dringen Sie in Qins Gruft ein und bergen das Herz des Drachens. Wir machen Sie zum berühmtesten Archäologen aller Zeiten. Werden Sie uns helfen? Ich wäre also der erste Mensch in der Grabkammer des Kaisers. Wann reisen wir ab? Ich habe Ihnen bereits einen Flug nach Prag gebucht. Sie fliegen morgen früh. In diesen Akten steht alles, was Sie wissen müssen. Lesen Sie sie unterwegs. Passen Sie auf, Dr. Jones. Der Weg zum Herzen des Drachens ist gefährlicher, als Sie denken. Tja, wie immer, Schätzchen. Verlassen. Ich muss aufpassen. Ich kann mir jetzt wirklich keinen Ärger leisten.
Amerikaner! Kann ich Ihre Papiere sehen? Nein, nein, das ist nicht abschreckend genug. Ihre Papiere, los jetzt! Ja, das ist gut. Wir brauchen Unterstützung.
Ich hoffe, das geht nicht so weiter. Halt einfach die Augen offen. Wenn ich hier fertig bin, gib mir General Hering vielleicht die Reitgerte, die er mir versprochen hat. Der Amerikaner! Wir brauchen Unterstützung. Der Amerikaner, schnappt ihn! Funktioniert nicht.
Wir brauchen Unterstützung. Der Amerikaner schnappt ihn. Ugh.
Dieser feige Amerikaner versteckt sich hier irgendwo. Unterstützung! So gefällt mir das schon besser. Unterstützung. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Was haben diese Idioten an dem Brunnen nur so interessant gefunden?
Das funktioniert nicht. Der Amerikaner! Schnappt ihn! Und ich dachte, schlimmer kann es nicht werden. Nicht gut. Ich brauche einen Vorsprung. Wir sollen uns vor einem Amerikaner fürchten? Dieser von Beck ist ein Feigling. Vielleicht können wir später Karten spielen. Nein, ich habe schon zu oft verloren. Hier müsste dringend... Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir brauchen Unterstützung. Ah!
Der Amerikaner! Schnappt ihn! Das funktioniert nicht. Wir brauchen... Eine Geheimtür. Dieses Schloss steckt voller Überraschungen. Da fehlt doch was. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ugh!
Indiana Jones, weltberühmter Archäologe. Hört sich gut an. Bingo! Des Schlosses. Könnte nützlich sein. Das funktioniert nicht. Amerikaner! Das funktioniert nicht. Gas!
scheint auf irgendwas zu warten. Ob ich habe, wonach er sucht? Eine Art Schalttafel. Ich glaube, mit dem Ding kann ich die Uhr stellen. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Sie ist voll. Sie ist voll. Ich muss genau über der Waffenkammer sein.
Ich habe das Gefühl, dass es eine Verbindung zwischen diesem kaputten Schwert und der Uhr im Erdgeschoss geben muss. Das gehört in ein Museum. Der Amerikaner! Schnappt ihn! Wir brauchen Unterstützung. Das funktioniert nicht. Eine Seilbahn. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich damit aus dem Staub machen. Der Amerikaner! Schnappt ihn! Sie was. So gefällt mir das schon besser. Oh.
passt auf, in diesem Schloss gibt es jede Menge Sprengfallen. Ja, dieser Ort macht mir Angst. Der Amerikaner! Schnappt ihn! Das sieht wichtig aus. Sternbild des Orion. Nett. Tür aufbrechen! Die Sache gefällt mir nicht. Guter Mann, Jones. Wir brauchen Unterstützung. Der Amerikaner, schnapp ihn! Das funktioniert nicht.
hier irgendwie raus und den Kristall finden. Der Amerikaner, schnappt ihn! Das funktioniert nicht. Eigentlich wollte ich zur Geheimpolizei, damit ich nicht mehr Wache schieben muss. Ach, ein Königreich für einen guten Apfelstrudel. Wir können es auf die sanfte oder die harte Tour machen. Warum muss es immer die harte Tour sein? Das ist definitiv keine gute Idee. Aber ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Gefällt mir nicht.
Ich muss hier raus. Schnell! Was war das? Ah!
Dr. Jones, was ist los? Was ist mit Ihrem Humor? Sie schon wieder. Na, großartig. Ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie wiederzusehen. Wir haben so viel zu besprechen. Werft ihn in den Zug. Ich werde ihn verhören, wenn wir in Istanbul sind.